Falls ihr auf diesem Kanal seid, würde ich mich sehr freuen, falls ihr ein Abo dalassen könntet oder auch die Glocke bei meinem Kanal drückt, dann seid ihr auf jeden Fall ein Ehrenmann oder auch eine Ehrenfrau. Ein Hallo und beste Grüße an die Community. Ich möchte mich erstmal bedanken für über 30 Abonnenten. Ich glaube, im Moment sind es 37 und ihr seid einfach großartig. Eure Kommentare sind durchweg positiv und das weiß ich als neuer und kleiner YouTuber natürlich sehr zu schätzen. Dann komme ich direkt mal zum Thema. Es tut mir echt leid, dass ich nochmal ein Video zu Enrico Italia machen musste, aber das ist mir einfach wichtig, denn das, was er abzieht, ist einfach durchweg falsch. Als erstes will ich euch gerne die Möglichkeit geben, dieses Video herunterzuladen und auf eurem Kanal selber hochzuladen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, erkläre ich euch das gerne, schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Mir sind die Aufrufe oder Abos in dem Falle auch scheißegal. Ihr müsst mich nicht mal verlinken, auch wenn ich das natürlich sau cool fände, denn mir ist einfach nur wichtig, dass ihr dieses Video teilt und verbreitet. Am 20.04. habe ich ja schon mal ein Video hochgeladen, in dem Enrico und seine Lügenmärchen Thema waren. Am 24.04. in dem Ansage an die YouTube-Community-Video kam Enrico ein zweites Mal vor, da er aus seinen Fehlern einfach nicht lernt. Und das, obwohl er mein Video über ihn selber gesehen hat. Es geht einfach gar nicht klar, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, wie zum Beispiel, dass eine 15-, ein 80- oder ein 17-Jähriger denkt, er würde im Real-Life GTA spielen. Das sind alles Lügen, um Klicks und Geld zu bekommen. Ihn scheint das allerdings gar nicht zu interessieren. In diesem Video werde ich alle geklauten Inhalte, die ich gefunden habe, aufzeigen, werde die Quellen benennen und werde meine recherchierten Ergebnisse zu den Vorfällen zeigen, um meine Anschuldigungen natürlich auch zu belegen. Es kann einfach nicht angehen, dass ein YouTuber mit so einer Masche öfter mal in den YouTube-Trends landet, Abonnenten bekommt, gute Kritik von seinen Zuschauern bekommt und damit dann auch noch Geld verdient. Er belügt seine Fans, löscht Kommentare, die ihn als Lügner enttarnen und ich denke, seine Fans haben einfach die Wahrheit verdient. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, schaut euch das Video bis zum Ende an und wenn ihr wollt, ladet es runter und auf eurem Kanal wieder hoch. Teilt dieses Video auf Facebook, Twitter und allen sozialen Netzwerken, bei denen ihr angemeldet seid und helft mir, den Fans von diesem Geld- und klickgeilen Lügner die Wahrheit zu erzählen. Ich meine, seine Fans bewundern und verehren ihn und ich denke, seine Fans haben die Wahrheit einfach verdient. Alleine schaffe ich das aber leider nicht. Deswegen bitte ich euch um eure Mithilfe. So, jetzt aber genug der langen Worte, los geht's. Fange ich mit der 15-Jährigen an, die angeblich dachte, sie spielt GTA 5 im echten Leben. Erstens. Das Video ist von Lisby Jimmy geklaut und wurde am 26.12.2016 hochgeladen. Zweitens. Zum Vergleich, das Video von Enrico wurde am 19.04.2017 hochgeladen, also circa 4 Monate später. Drittens. Beide Vorschaubilder sind identisch. Viertens. Der Titel wurde 1:1 vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Fünftens. In keinem Bericht, den ich zu diesem Vorfall gefunden habe, stand, dass sie dachte, sie spielt GTA 5. Und sechstens, somit ist der Titel nicht nur Clickbait, sondern auch komplett erfunden und gelogen. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung einen Artikel zu diesem Vorfall. Weiter geht's mit dem 80-Jährigen, der ebenfalls angeblich dachte, er spielt GTA 5 im echten Leben. Erstens. Das Video ist wieder von Lisby Jimmy geklaut und wurde am 19.02.2017 hochgeladen. Zweitens. Zum Vergleich, das Video von Enrico wurde am 22.04.2017 hochgeladen, also circa 2 Monate später. Drittens. Beide Vorschaubilder sind wieder identisch.
Viertens, der Titel wurde wieder 1:1 vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Fünftens, der Vorfall ereignete sich in San Diego am 17. Mai 1995, also 18 Jahre, bevor GTA 5 überhaupt auf den Markt gekommen ist. Und der erste Teil von GTA kam erst 1997 auf den Markt. Und sechstens, beim Recherchieren habe ich keine Beweise dafür gefunden, dass der Mann überhaupt 80 Jahre alt war und somit ist der Titel nicht nur Clickbait, sondern auch komplett erfunden und gelogen. Ich verlinke euch auch hierzu in der Videobeschreibung einen Artikel zu dem Vorfall. Weiter geht es mit dem 17-Jährigen, der ebenfalls angeblich dachte, er spielt GTA 5 im echten Leben. Erstens, das Video ist von www.y2000 geklaut und wurde am 27.05.2015 hochgeladen. Zweitens, zum Vergleich, das Video von Enrico wurde am 30.04.2017 hochgeladen, also fast 2 Jahre später. Drittens, Enrico hat scheinbar dazugelernt und in diesem Falle sind die Vorschaubilder nicht identisch. Allerdings haben sich die Titel der letzten 2 Videos bewährt und so nannte er das Video 17-Jähriger denkt, der spielt GTA 5, bla bla bla. Viertens, ironischerweise scheint Enrico mich allerdings für total blöde zu halten und so fand ich mit entsprechender Recherche heraus, dass der angebliche 17-Jährige in Wahrheit 42 ist. Das ist auch der Grund dafür, weshalb er in seinem Video den Schluss von dem Originalvideo nicht gezeigt hat. Denn dort erkennt man, dass der Drogenstraftäter starken Bartwuchs hat und garantiert nicht 17 Jahre alt sein kann. Fünftens. Natürlich fand ich wieder kein Wort davon, dass er dachte, er spielt GTA 5. Auch zu diesem Vorfall verlinke ich euch in der Videobeschreibung einen Artikel. Dann komme ich mal zum nächsten Fall. In meinem Video über Enrico hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass er sich nicht nur an englischsprachigen Videos und YouTubern bedient, sondern dass er auch gerne mal von deutschen YouTubern klaut. In diesem Falle muss ich allerdings sagen, dass er angeblich dieses Video in Kooperation mit Weißstudio gemacht hat und er hat sogar Weißstudio in der Videobeschreibung verlinkt. Allerdings zeige ich euch etwas, das mich daran zweifeln lässt, dass diese Aussage wirklich der Wahrheit entspricht und Weißstudio wirklich darüber Bescheid weiß. Eben dieses Easter Egg, das Ganze habe ich am 22.10.2013 aufgenommen und hochgeladen. Im ersten Monat nach Release wohlgemerkt. Damit war ich der erste Deutsche, der dieses Easter Egg gefunden hat und noch dazu gab es ja GTA erst nur auf den Konsolen, somit waren die meisten Spieler, die auf PCer sind, noch gar nicht im Begriff auf Mythenjagd zu gehen. Und darauf kamen viele Nachahmer, darunter sogar so ein dreister Englisch-YouTuber wie Whistle, die sogar einfach mein Video neu hochgeladen haben und damit fast 500.000 Aufrufe gemacht haben. So viel zum Thema Videoideen klauen oder sogar einfach den ganzen Content neu hochladen. Selbst meine eigen erstellte Pinnwand hat er einfach hochgeladen. Ah, das könnte mich so aufregen. Heute hat er mehr Abonnenten als ich, aber ja, was soll's. Nicht nur die Deutschen klauen von den Amis, sondern auch andersrum. Ich habe Weißstudio über Twitter angeschrieben und nachgefragt, ob Enrico wirklich das Video in Kooperation gemacht hat und inzwischen habe ich auch eine Antwort bekommen. Ja, er hat tatsächlich die Erlaubnis bekommen. In diesem Falle muss ich sagen, das ist natürlich lobenswert, aber dennoch zeugt es davon, dass Enrico keine eigenen Ideen mehr hat und wieder versucht, mit dem Content von anderen YouTubern Geld zu verdienen. So fiel mir zum Beispiel auf, dass Enrico unglaublich oft, kurz nachdem der Kanal IDZock ein Thema behandelt hat, auf seinem Kanal ein Video erschien, das inhaltlich so ziemlich das gleiche war. Natürlich, man kann sich inspirieren lassen und sowas kann auch ein Zufall sein, aber dennoch ist es in der Häufigkeit eher unwahrscheinlich, dass es sich wirklich noch um Zufall handelt. Ich hatte in meinem letzten Video über Enrico ja schon darauf hingewiesen, dass viele Zuschauer in die Kommentare geschrieben hatten, dass er den Inhalt von IDZock übernommen bzw. geklaut hat.
Bei genauerer Betrachtung fiel mir dann aber etwas auf, das natürlich auch ein Zufall sein kann, ja, okay, aber dennoch möchte ich es in diesem Video ansprechen. Es geht um den Aufbau der Videostruktur. Ich blende euch mal ein paar Ähnlichkeiten ein. Es geht um das Video, in dem das neue DLC vorgestellt wurde. Als erstes wird der neue Wagen Infernus Classic angesprochen. Jetzt wird gezeigt, welche Tuning-Möglichkeiten da sind. Jetzt wird er mit anderen Klassikerwagen verglichen. Jetzt kommt der zweite Wagen, der ebenfalls durch das DLC noch neu dazugekommen ist. Und zu guter Letzt wird noch ein neuer Spielmodus, ähnlich wie Last Man Standing, vorgestellt. Der Ablauf beider Videos ist nahezu identisch. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich wollte noch viel mehr suchen, aber ich denke, die genannten Punkte reichen schon vollkommen aus. Und ehrlich gesagt hatte ich auch keine Lust mehr, mich noch weiter mit dem Typen zu beschäftigen. Kurz gesagt, verdient er mit der Arbeit von anderen YouTubern sein Geld. Und so etwas zu belohnen, ist meiner Ansicht nach falsch. Der ein oder andere wird mich jetzt für dieses Video hassen, weil ich ihren Lieblings-YouTuber angegriffen und bloßgestellt habe. Und das ist okay, denn jeder sollte für sich selber entscheiden, ob einem sowas egal ist oder ob man sowas nicht weiter unterstützen möchte. Zu Enrico war das jetzt auch mein letztes Video, denn in meinen Augen ist er das Letzte und daher auch kein weiteres Video mehr wert. Es ist einfach schade, wie sich YouTube in den letzten Jahren verändert hat, und ich bin so unglaublich dankbar für jeden Einzelnen, der mein Format, das ich hier auf YouTube mache, unterstützt und belohnt. So, und zu guter Letzt, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meine Arbeit mit einem Däumchen nach oben belohnst. Wenn dem nicht so ist, dann ist es natürlich auch okay, wenn du mir einen Daumen nach unten gibst. Und falls ihr in Zukunft mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Macht es gut, euer Kanal Zerstörung TV.